Ein besonderer Autor, der ein besonderes Mostviertelbuch geschrieben hat. Und genau jene Geschichten, die unsere Heimat über viele Jahrhunderte geprägt haben, festzuhalten. 2006 erhielt er den Würdigungspreis für Volkskultur und Kulturinitiativen des Landes Niederösterreich. Er hat einen eigenen Erzählstil entwickelt. Er schafft es, mit einer sehr klaren Sprache die Denkweisen, die Lebensweisen von einfachen Menschen exemplarisch aufzulisten. Bertel Sonnleitner ist mit seiner Mostviertel-Trilogie ein für die Region ganz wichtiges Buch gelungen. Er hat Werte in seinen Büchern wie Tradition, Natur, Heimat verbunden zum Mostviertel. Und diese Werte finden wir auch in der sogenannten Senkerfibel, die wir unseren Mitarbeitern mitgeben und auch vorleben. Und so war es, glaube ich, wirklich ein Bedürfnis, Bertel Sonnleitner bei diesem Buch zu unterstützen. Die früheren Werke von Sonnleitner sind vergriffen. Umso besser, dass es ein neues gibt. Unvergesslich für mich seine breit angelegten, jedoch immer fundierten Schilderungen ländlichen Handwerks. Unvergesslich auch ein Gang mit ihm hinauf zum Herrgott am Wiesberg. Und das Aufzeigen jener Stelle, von der man vom Weicherberg bei Sonne das Turmkreuz der Windhager Pfarrkirche sieht, möge er in ihrem Schatten in Frieden ruhen und die Erde ihm leicht sein, die ihm so viel war. Auch die Walcherbergbäuerin, eine der Hauptdarsteller seines ersten Buches, war unter den Gästen. Seine geliebte Leica-Kamera war bei Bertel Sonnleitner immer dabei. Und er nutzte sie, wenn die Worte versagen. Also es ist ein total wirklich ungewöhnliches Buch, denn ein Buch über ein Buch zu machen, ist schon einmal komisch. Aber jetzt drei Bücher über ein Buch oder ein Buch über drei Bücher zu machen, so halt zu sagen, das ist überhaupt irgendwie, da hat mir wer gesagt, ne, glaubst du, dass das irgendwen interessiert? Und ich habe mich dann auch damit abgefunden. Aber scheinbar ist dann doch, es war dann plötzlich Interesse da. Und so ist das Buch dann auch in dieser Form entstanden. Durch seine feine Ich-Erzählform spürt man förmlich die Nähe zu den Menschen, die er beschreibt. Und er hat sie nicht nur beschrieben, sondern hat auch mit ihnen gelebt. Ich war, wenn es irgendwie möglich war, immer mittendrin. Das ist ja auch beim Walcherberg so gewesen, vor allem vielleicht nicht so alltäglich ist. Ich habe ein ganzes Jahr lang, ich habe mir meinen Urlaub praktisch verbraucht, indem ich am Walcherberg mitgearbeitet habe. Ich war beim Haferdreschen dabei, ich war beim Mistführen dabei, ich war bei allen Arbeiten, die übers Jahr auf einem Hof geschehen, war ich mitten dabei. Ich habe geholfen, habe meine Kamera natürlich immer mitgehabt und dann habe ich weiter mit der Familie gearbeitet. Dann sind wir, wenn wir fertig waren, bin ich am Tisch gesessen. Am Abend bin ich halt aber dann immer natürlich nach Hause gefahren zu meiner Familie. Ein Buch, das die Gedanken zu leiten vermag. Ein Geschenk im wahrsten Wortsinn.